Ja, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz hier von Holstein Kiel vor unserem Heimspiel gegen Kaiserslautern. Anpfiff ist am Samstag um 13 Uhr. Wir erwarten ein ausverkauftes Haus und daher wird es auch keine Tageskasse mehr geben am Samstag. Wir erwarten 1500 Gästefans. Ja, und alle, die mit dem Auto anreisen, die können wie immer die Parkmöglichkeiten rund um das Stadion nutzen, wie zum Beispiel das Nikola-Tesla-Parkhaus. Ja, und für alle Gästefans gibt es einen Parkplatz in der Leibnizstraße mit einem kostenlosen Shuttle hier direkt zum Stadion. Des Weiteren fährt wie gewohnt die X91. Und bitte denkt daran, dass die neue Zuwegung von der Prohinsdorfer Straße geöffnet ist und auch ab Stadionöffnung genutzt werden muss. Alle Infos dazu auf unserer Homepage holstein-kiel.de. Und vor und nach dem Spiel errichtet die Polizei dann auch eine technische Sperre. Das bitte ich bei der An- und Abfahrt zu beachten. Ja, und damit kommen wir auch schon zum sportlichen Teil. Und da begrüße ich wie immer hier oben auf unserem Podium unseren Cheftrainer Marcel Rapp. Marcel, Luis Holtby ist gesperrt, Colin Kleine-Bekel und Finn Porat fehlen verletzt. Wie sieht es sonst im Kader aus? Ja, schönen guten Morgen. Erfreulicherweise ist da nichts dazugekommen. Deshalb Mikkel Kirkeskov ist wieder zurück im Training, ist einsatzfähig. Kann ich auf den ganzen Kader außer die genannten zurückgreifen. Sind voller Vorfreude auf das Spiel und freue mich auf die Fragen. Ja, und da starten wir direkt mit Niklas Heiden von den Kleinnachrichten, bitte. Ja, guten Morgen ihr beiden. Marcel, Per hat es gerade angesprochen, Luis Holtby ist gesperrt, Finn Porat verletzt. Das zwingt dich ein bisschen dazu, die Startelf umzubauen. Magst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen in deine Gedanken? Ich weiß, dass du das nicht gerne tust, aber verändert das irgendwas grundlegend oder werden die sozusagen 1:1 ersetzt? Ja, nicht gerne tun. Also grundsätzlich ist immer so die Herangehensweise ein Stück weit die Form von unseren Spielern. Plus ein bisschen so, was haben wir vor gegen den Gegner? Was ist auch der Gegner? Also was bietet der uns an? Was sind die Stärken von dem? Und daraus resultiert dann immer die Aufstellung. Und jetzt ist es so, dass Finn Porat und Luis gesperrt sind, die müssen wir ersetzen. Jetzt ist auch wieder die Frage so, wer denn gerade eine gute Form? Wenn ich jetzt aber auf den Trainingsplatz gucke, sehe ich ganz viele Spieler, die eine gute Form haben. Deswegen können wir da quasi aus dem Vollen schöpfen. Und dann geht es halt so ein Stück weit darum, so, was nehmen wir uns vor? Wie wollen wir gegen Lautern spielen? Im Hinspiel haben wir ja, glaube ich, ein bisschen anders da agiert. Wenn man da genau hinguckt, wie wir jetzt agieren, hat ganz gut geklappt. Machen wir das nochmal, machen wir so ähnlich. Und das sind dann so die Faktoren, und wo wir danach entscheiden, so wer dann zum Schluss am Samstag spielt. Ja, dann geht's weiter erstmal mit Lars Gröning vom NDR, bitte. Ja, ich schließe da ein bisschen an. Erstmal guten Morgen von mir natürlich auch. Man sieht es bei den Spielen, im Training dann ja auch, diese Mannschaft ist füreinander da, jeder kämpft, es wird immer wieder betont, auch in Interviews, läuft jeden Meter. Ist das vielleicht auch so jetzt im Endspurt das große Faustpfand dieser Mannschaft, diese Stimmung, diese Geschlossenheit? Ja, ich habe das ja auch schon öfters erwähnt. Ne? Ich glaube, es gibt wenige Mannschaften, die erfolgreich sind, die sagen, wir sind nicht füreinander da. Also ich glaube grundsätzlich, wenn man erfolgreich ist, dann ist dieser Team Spirit bei allen Mannschaften da. Aber ich mache es jetzt mal an anderen Punkten fest, warum das bei uns so ist. Anfang der Rückrunde lief es nicht so gut, da hat man viele Probleme und da war auch ein guter Team Spirit da. So Anfang der Saison saßen viele namhafte Spieler auf der Bank. So, wie haben sie sich da verhalten? So, das ist so für mich mehr der Parameter, warum wir ein gutes Team sind, wie jetzt die letzten Spiele. So, jetzt ist der Erfolg da, jetzt potenziert sich das einfach hoch. Aber die Basis für diese Teamleistung waren aus meiner Sicht die Momente, wo es vielleicht nicht so rund lief. So. Aber jetzt klar, wenn man die Spiele auch sieht, wie die Jungs sich reinschmeißen in die Bälle und so, das ist schon richtig gut. Aber gewachsen ist es aus meiner Sicht in den Momenten, wo es nicht so gut lief bei uns. Ja, und damit schließen wir die erste Fragerunde mit Leon Thomsen von RSH, bitte. Ja, moin ihr Lieben, schauen wir mal auf den kommenden Gegner. Mit Kaiserslautern kommt zum dritten Heimspiel in Folge ein Kellerkind nach Kiel, nach Osnabrück und Rostock zuvor. Lautern muss für die Mission Klassenerhalt in jedem Fall punkten, hat allerdings für die Mission Klassenerhalt die zweitschlechteste Defensive der Liga und trifft nun auf ihre Mannschaft, die die letzten 6 Spiele alle gewonnen hat. Worauf kann sich Kaiserslautern denn gefasst machen und worauf machen Sie sich gefasst? Ja, grundsätzlich mache ich mich auf eine Mannschaft gefasst, die sehr schnell ist, die sehr namhaft ist, die eine sehr hohe Qualität hat, individuelle Qualität in ihren Reihen hat, die natürlich, wenn man jetzt die Statistik anguckt, nicht da steht, wo sie wahrscheinlich sich selber sehen, aber wo einfach viel Potenzial schlummert. Ne? Und ich glaube, die Faktoren zusammen, und das wissen die Jungs auch, also da geht jetzt keiner rein und sagt, und haben auch nicht den Anspruch zu sagen, ja, am Samstag, da brennen wir jetzt ein Feuerwerk ab und schicken die irgendwie, fädeln die ja vom Platz, sondern wir wissen schon, was auf uns zukommt. Und da sind wir demütig genug oder auch einfach realistisch genug und wissen so, was wir brauchen, um das Spiel zu gewinnen. Der Anspruch ist ganz klar, wir wollen das Spiel gewinnen, aber wir wissen auch, was wir dafür investieren müssen. Ja, bitte ich kurzes Handzeichen. Niklas, bitte.
Ja, ich würde noch mal gerne zur Startelf zurückkommen. Wir haben in den vergangenen Wochen immer mal wieder über Nikola Remberg gesprochen und du hast ja auch gesagt, der hat es eigentlich total verdient zu spielen und der fällt so ein bisschen hinten runter, sage ich jetzt mal ganz böse. Ist denn jetzt sein Moment gekommen, sozusagen, wo Luis verletzt ist? Ja, also im Basketball würde Nikola Remberg wahrscheinlich der beste sechste Mann sein und würde wahrscheinlich ein bisschen mehr Spielzeit haben. So kommt der ja auch immer rein. Grundsätzlich hätte er sich verdient zu spielen. Marvin Schulz darf man auch nicht vergessen. Ich finde, der fällt so ein bisschen hinten runter, weil der aus meiner Sicht zu wenig Spielzeit hat für die Leistung, die er im Training bringt. Und da muss man mal schauen, so von die zwei sind schon die Kandidaten, die am nächsten dran sind, auch von der Rolle, wie sie ausfüllen können. Da müssen wir uns halt entscheiden, so wer fängt an. So Nikola Remberg ist auch ein sehr guter Einwechselspieler, auch wenn das für ihn wahrscheinlich ein bisschen blöd ist, aber der bringt immer noch mal so Energie mit. Und da muss man einfach noch mal schauen, so welche Struktur, wie gehen wir es an? Und auch so, wie ist denn so der Plan oder was glauben wir denn auch, wie das Spiel laufen kann? Ja, dann bitte ich ums Handzeichen. Wer noch? Ja, Lars, bitte. Marcel, du hast vorhin auch diese Vorfreude schon angesprochen auf dieses Spiel natürlich. Aber natürlich auch das Ganze drumherum, sicherlich besondere Spiele. Es sind nur noch 4 Spieltage vor das Heimspiel. Ist auch Nervosität mit dabei, weil es jetzt weniger wird? Oder ist es wirklich diese reine Vorfreude auf diese Partie? Nee, also ich sehe jetzt keinen Grund für Nervosität, ne? Also die Vorfreude ist da, wenn man jetzt sieht, so das Wetter soll besser werden wie die letzten Tage, der Platz ist perfekt, also das macht ja immer brutal viel Spaß, wenn man dann vorm Spiel so auf dem Platz läuft und denkt so, boah, wie sieht denn der Platz schon wieder aus so, wir wollen Fußball spielen, der Platz ist gerichtet, ist ja auch gewisse Euphorie in der Stadt, das kriegen wir schon mit, aber unser Ablauf ist genau gleich, also ich stelle mir dann immer so die Frage, wenn ich die Frage gestellt kriege, Wie ist das denn jetzt bei euch? So, dann denke ich mir immer so, aber wie soll es denn sein? Also es ist einfach ganz normal. Wir kommen zum Training, trainieren, geben Gas und dann gehen wir wieder heim. Aber natürlich kriegt man schon mit in der Stadt, dass eine Euphorie da ist, die Spiele sind ausverkauft. Das macht natürlich auch nochmal was Besonderes. Aber so, wir haben einen Job zu erledigen. Wir wissen, was wir zu tun haben. Und da müssen wir maximal bereit sein dafür. Deswegen müssen wir gut trainieren. Das machen die Jungs. Und dann freuen wir uns einfach auf den Spieltag, dass wir zeigen können, so wer wir sind. Und das wollen wir den Zuschauern zeigen. Ja, Leon, bitte. Mit Ragnar Ache kommt der drittsicherste Torschütze der zweiten Liga am Wochenende ins Holstein-Stadion. 16 Tore in 23 Spielen ist Topquote. Wie richten Sie die Mannschaft aus, dass am Samstag keine weiteren Treffer dazukommen? Ich bin jetzt nicht ganz so drin in der Torschützentabelle, aber ich glaube, Glatzler ist relativ auch weit vorne. Und da haben wir es jetzt auch geschafft, dass er kein Tor schießt. Also deswegen, wir haben unsere Idee, wie wir verteidigen wollen. Und dann ist es völlig egal, wer der Stürmer ist. Natürlich wissen wir um seine Qualitäten, dass er sehr kopfballstark ist, sehr schnell ist. Das wissen wir schon, das werden wir auch die Jungs drauf einstellen. Aber grundsätzlich werden wir jetzt nichts irgendwie groß verändern, nur weil der Gegner da einen Stürmer hat, der besonders gut ist. Ja, Niklas, bitte. Die Statistik ist ja eben schon angeklungen, 6-mal in Folge gewonnen, aber ja auch 6-mal zu 0 und ja fast die bemerkenswertere Statistik in dieser zweiten Liga, wo ja doch sehr viele Tore fallen. Vor ein paar Wochen sagte Timo Becker schon mal beim Auswärtsspiel in Nürnberg, sagte der, ja, ist irgendwie schon so ein bisschen gruselig langsam und da waren es ja noch deutlich weniger zu Null Spiele als jetzt. Ist das auch so, dass man als Trainer manchmal sitzt und so denkt so, boah krass, 6-mal zu 0, eigentlich wartet man ja nur darauf, dass die Serie irgendwann reißt, oder? So bin ich nicht. Die Statistik ist schon immens. Also wenn man jetzt vor der Runde gesagt hätte, ihr spielt 6-mal zu 0, dann hätte ich ja schon mal gesagt, boah, okay, ist nicht so einfach, ne? Aber die Jungs machen es gut. Die wissen, was zu tun ist, setzen es dann überragend um. Plus die Leidenschaft, die sie da auch noch haben zum Verteidigen. Ich glaube, das ist top. Und was man aber trotzdem nicht vergessen darf, bei allem so, wir spielen zu null. Wir haben, glaube ich, immer noch die zweitmeisten Torchancen. Also es ist ja irgendwie so, dass Holstein Kiel irgendwie einen brutalen Wandel hingelegt hat. So, die stellen sich hinten rein, die parken einen Bus vorm Tor und deswegen fallen keine Gegentore mehr, sondern wir sind ja unserer Linie treu geblieben. Wir haben immer noch mit die meisten Torchancen, aber die zweitmeisten nach Düsseldorf und verteidigen trotzdem gut. Und ich glaube, das ist ja auch ein Stück weit das Geheimnis des Erfolgs, dass wir uns jetzt hinten reinstellen, sondern wir können verteidigen, aber grundsätzlich haben wir unsere Spielweise beibehalten. Ich glaube, wir sind mit der Mannschaft Top 5, wo der Gegner die wenigsten Pässe spielt, bevor wir den Ball erobern. Also wir haben jetzt die Spielweise nicht geändert und trotzdem sind wir im Verteidigen deutlich besser geworden. Ja, weitere Fragen? Niklas, bitte. Ihr könnt ja, was das Thema angeht, auch Geschichte schreiben. Ich habe vor ein paar Wochen schon mal ein bisschen gewitzelt. Da waren es wirklich deutlich weniger Spiele. Jetzt sind es ja 6. Es fehlen noch 2 zum Zweitliga-Gegen- oder Nicht-Gegentor-Rekord, sage ich mal so. Arminia Bielefeld mit 8 Spielen vor einigen Jahren. Jetzt, wo das greifbarer ist, löst das jetzt was in dir aus?
immer noch gar nicht so. Ne? Also es geht jetzt ums nächste Spiel, es geht darum, das Spiel zu gewinnen. Wenn wir zu null spielen, ist die Chance zu gewinnen deutlich höher, als wenn wir ein oder zwei Gegentore kriegen, so blöd sich's anhört. Und das ist die Herangehensweise, ja, dass wir da wieder den vollen Fokus haben. Auch wieder so die Jungs, dass sie wieder so diesen Extrameter gehen nach hinten, dass sie nicht zu schade sind, zurückzulaufen. Ich glaube, das sieht man. Da gibt's genug Bilder in jedem Spiel, wo Leute zurücksprinten, obwohl sie eigentlich gar keine Chance haben, direkt einen Ball zu gewinnen. Aber die sprinten einfach alle zurück. Und ich glaube, wenn man diese Bilder wieder sehen am Samstag, dann bin ich auch guter Dinge, dass wir gut verteidigen. Ja, Leon, bitte. Wenn man sich die Top 3 anschaut, sieht man, dass alle ein ähnliches Torverhältnis haben. Also Pauli hat plus 23, Kiel plus 26 und Düsseldorf plus 29. Glauben Sie, das wird eventuell nochmal ein Thema und sieht Ihre taktische Ausrichtung eventuell auch nochmal vor, man weiß ja nie, etwas für die Tordifferenz zu tun? Ja, ich glaube, das ist halt Netz, wie soll ich sagen? Also wir sind Holstein Kiel und ich glaube, ich kann mich jetzt nicht hinsetzen und sagen, wir wollen was fürs Torverhältnis tun, wir spielen gegen Kaiserslautern. Es ist nicht so, wir müssen das Spiel gewinnen. So, nicht anfangen zu träumen, was das Torverhältnis was zu tun. Also ein Spiel zu gewinnen ist für uns, deswegen ist auch die Freude nach dem Spiel so riesig und es kommt da auf, glaube ich, von Herzen, wenn man das sieht. Das ist für uns nicht so im Vorbeigehen, sondern wir müssen, egal ob wir gegen HSV ein Spiel gewinnen oder gegen den Tabellenletzten oder gegen den Tabellenzwölften, das ist völlig egal. Für uns ist das, wir wissen, dass es schwer ist, für uns ein Spiel zu gewinnen. Und deswegen ist so die oberste Marschroute, ein Spiel zu gewinnen. Und das mit dem Torverhältnis, das ist dann eigentlich, ja, das ist völlig egal. Lars, bitte. Meine Frage geht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Die Chance ist ja da jetzt vorzulegen. Sondern natürlich muss erstmal gespielt werden und natürlich auch erstmal gewonnen werden gegen Lautern, was alles andere einfach wird. Kann das ein Vorteil sein, wenn es klappt, dass dann Düsseldorf auch ein bisschen unter Druck gerät dann einfach? Ist das, oder werden die das genauso vermutlich ähnlich sehen wie Sie, dass es halt egal ist? Das ist völlig egal. Weil jetzt am Wochenende war es ja umgekehrt, ne? Da waren wir beim Essen gesessen und Düsseldorf hat gerade ein Tor geschossen und dann ist jetzt auch nicht irgendwie die Stimmung in den Keller gegangen oder wir haben dann danach irgendwie gestruggelt, sondern so jeder muss sein Spiel spielen und deswegen ist es völlig egal, wer vorlegt, wer nachlegt. Wir müssen unsere Aufgabe machen und dessen sind wir uns bewusst und da werden wir auch gut vorbereitet sein. Ja, Niklas, bitte. Apropos Aufgabe machen, nun ist es ja so, wir sind halt nur mal 4 Spieltage vor Schluss und ihr habt diese 6 Punkte Vorsprung, es wird immer enger. Die ganze Saison habt ihr alle gesagt, Tabelle interessiert uns nicht, schauen wir nicht drauf. Aber jetzt ist es doch schon so, dass man schon drauf guckt und schaut, wie hat die Konkurrenz da oben gespielt, oder? Also grundsätzlich gucke ich schon auf die Tabelle und weiß auch am 5. Spieltag, wo wir stehen. Also das ist schon klar und jetzt ist es genauso. Und natürlich gucke ich drauf, wie die Ergebnisse sind, aber das mache ich aber am 5. Spieltag genauso. Aber es gibt einfach keine Rechenspiele. Also es ist jetzt so, dass ich bei Carsten Wiemann und bei Uwe Schöver im Büro sitze und dann machen wir den Rechner an und rechnen mal durch. Oder im Trainerbüro, das macht keinen Sinn. Also wir wissen, was zu tun ist. Wir machen unsere Aufgaben. Das versuchen wir so seriös wie möglich zu machen. Und versuchen, die Mannschaft bestmöglich vorzubereiten. Und das ist das, was wir tun können. Und alles andere liegt nicht in unserer Hand. Und da lassen wir uns immer überraschen, was da die Konkurrenz macht. Ja, weitere Fragen? Niklas, bitte. Aber wenn jetzt die Chance da ist, mit in den nächsten 2 Spielen sozusagen zu gewinnen und dann noch aufzusteigen, dann will man doch jetzt auch aufsteigen, oder? Ja, klar, wollen wir aufsteigen. Also wir wollten ja vor der Saison auch aufsteigen. Wenn uns jemand gefragt hätte, wollt ihr aufsteigen, hätten wir gesagt, ja, wir wollen aufsteigen. Ob das realistisch damals gewesen wäre, weiß ich nicht. Und jetzt ist ja ähnlich. Wir wollen maximal 4 Punkte holen. Wenn wir das schaffen, dann werden wir vielleicht auch aufsteigen. Ja? Also es liegt ja jetzt an uns ein Stück weit. Ne? Aber nochmal, das sind alles Dinge so, damit beschäftigen wir uns gar nicht. Wir wissen das schon, aber es geht darum, was wir machen. Also das, was ich immer sage. Wir müssen Taten sprechen lassen und nicht so viele Worte. Und deswegen gilt es darum, uns aufs Spiel vorzubereiten. Da sind wir immer gut damit gefahren. Ich glaube, es gibt auch für mich gar keine andere Alternative. Also die andere Alternative wäre ja, sich hinzustellen, irgendwelche Sprüche rauszuhauen. Aber das sind wir nicht, das bin ich nicht. So nehme ich den Verein auch nicht wahr und die Spieler nicht wahr. Und deswegen bleiben wir dabei. Es geht ums nächste Spiel, Kaiserslautern. Was müssen wir dafür tun, das zu gewinnen? Mit der Unterstützung der Zuschauer. Und da haben wir genug zu tun. Ja, Niklas, dann mach weiter. Dann frage ich mal andersrum. Wenn du jetzt sagst, machen, das ist ja quasi das, was die Mannschaft, was ihr im Trainerteam seit Wochen macht. Bist du eigentlich stolz auf die Mannschaft, dass sie auch jede Woche so macht, wie sie macht? Weil, wie gesagt, 6 Siege in Folge, ich glaube, das haben wenige in den vergangenen Jahren so geschafft. Ja, absolut. Also, aber nicht nur wegen den Spielen, sondern das sieht man ja auch im Training. Also so, das Credo ist ja ein Stück weit dauerhaft gut zu trainieren. Dann werden wir gute Leistung bringen. Ob wir dann immer gewinnen, das steht auf dem anderen Blatt. Aber wenn man gut trainiert,
dann sehe ich halt nicht die Gefahr, dass man irgendwie 2, 3, 4 Wochen am Stück nicht gut performt. Und das ist ja auch so, wenn wir gut performen, dann werden wir immer Punkte holen. Vielleicht nicht an jedem Wochenende, aber es wird nicht 4, 5 Spiele geben, wo man sagt, oh, das war unglücklich oder so, sondern wenn man gut trainiert, dann ist einfach, dann spielt man auf einem gewissen Niveau und das Niveau, das wir dann spielen können, wird immer so sein, dass wir punkten. Und das sehe ich halt seit Wochen, also eigentlich schon zu Beginn der Saison, dass wir da immer am Maximum trainieren. Was immer auch das Maximum ist. Manchmal ist es ein bisschen besser, manchmal ist es ein bisschen weniger. Das hat ja auch mit Begleitumständen zu tun. Und es ist jetzt auch nicht immer so, dass wir komplett drüber trainieren. Aber ich sehe halt immer eine Mannschaft, die ein ordentliches Trainingsniveau hat. So, und jetzt gestern haben wir 11 gegen 11 gespielt. Da sehe ich auch wieder ein Trainingsniveau, was absolut okay ist. Und das ist die Basis für alles. Und deswegen kommt dann auch das zustande, dass wir es schaffen, dass wir halt Woche für Woche gut performen. Und deswegen bin ich guter Dinge, dass wir in den letzten Wochen auch performen, weil ich halt das Training jetzt diese Woche wieder sehe, die letzten Wochen wieder sehe. Und das ist absolut, absolut okay. Und von dem her freue ich mich schon aufs Wochenende. Ja, jetzt schaue ich nochmal. Ja, Niklas, bitte. Eine abschließende Frage hätte ich dann noch zum Gegner. Du hast es jetzt schon angesprochen, im Hinspiel seid ihr ja so ein bisschen von der eigentlichen taktischen Grundordnung, sage ich mal, abgewichen. Jetzt ist in Lautern ja ein neuer Trainer da mit Friedhelm Funkel. Ändert das wieder, also hat sich seitdem was verändert? Ich gehe mal stark davon aus, Videoanalyse habt ihr schon gemacht. Und wenn ja, was hat sich verändert und worauf müsst ihr jetzt mehr achten als vielleicht noch vor ein paar Monaten? Das Hinspiel ist schon lange her. Ich habe es zwar nochmal angeguckt, aber durch das, dass jetzt ein anderer Trainer ist, ist jetzt schon der Fokus auf den letzten Spielen. Spielen sehr kompakt, verteidigen dann auch schon mannorientiert, schalten gut um, haben sehr gute Standards. Ich glaube, das ist ja schon mal das, was sie auszeichnet. Und dann natürlich ein Stück weit so die individuelle Klasse, dass jeder Spieler einfach mal einen ausspielen kann. Da kann einfach immer was passieren. Im Hinspiel, es war nicht so eine komplette Umstellung, sondern es war einfach so, dass wir gesehen haben, wie laut dann aufstellen. Dann haben wir einfach einen Spieler, ich sag mal, so 15 Meter weiter nach vorne gestellt. Anstatt dass er da hinrennen muss, stand er einfach schon da. Dann hat sich ein anderes Bild ergeben. Und jetzt müssen wir einfach mal schauen, was Lautern so macht und wo wir dann unsere Spieler aufstellen. Aber grundsätzlich wissen wir, wie wir spielen wollen. Egal, ob da 4, 5 oder 6 irgendwo stehen auf einer Reihe. Von dem her wissen die Jungs, was zu tun ist. Und wir werden dann vielleicht nochmal eine kleine Anpassung vornehmen vorm Spiel oder vielleicht dann auch, wenn die Mannschaftsaufstellung raus ist. Alles klar. Dann sehe ich keine weiteren Fragen in der Runde. Danke für die Teilnahme an der Pressekonferenz hier von Holstein Kiel. Und wir sehen uns am Samstag hier im Holstein Stadion. Vielen Dank. Tschüss.